Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für die 13. Kalenderwoche, der Woche, die am 25. März beginnt und bis zum 31. März geht. Es ist die letzte und fünfte Woche im März und die Woche endet dann mit Ostern, ne? Also wir haben in dieser Woche Karfreitag und die Woche beginnt mit einem Vollmond direkt am 25. März. Ja, lieber Skorpion, wir wollen uns in dieser Legung ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was uns die Karten so für diese Woche so sagen. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Woche für Skorpion werden wird. Schauen wir mal. So. Und dann brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Okay. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir hier so? Der Stern. Das ist ja eine wirklich sehr schöne Karte, die von sehr viel Zuversicht, Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft spricht in dieser Woche für dich. Ja, es könnte sogar sein, lieber Skorpion, dass ein Traum für dich in Erfüllung geht oder dass sich etwas in deinem Leben ereignet, entwickelt, was dir Hoffnung schenkt, dass deine Träume in der Zukunft in Erfüllung gehen können. Der Stern spricht auch von einem geheilten, gereinigten Geist, ne? Und so könnte sich dein körperlicher und mentaler Zustand verbessern. Und durch diese Reinigung oder das Gereinigtsein stellt sich überhaupt diese hoffnungsvolle Situation in deinem Leben ein. Ja, und es könnte sehr gut sein, dass in dieser Stimmung oder in diesem Zustand in dir wirklich sehr viele gute Ideen dir kommen. Ja, der Stern steht auch für eine starke Kraft, für eine starke Energie der Inspiration. Also das sieht mir hier sehr vielversprechend aus, lieber Skorpion, und ich bin sehr gespannt, auf was sich das so bei dir bezieht. Ah ja, zunächst erstmal ist es eine Woche, in der du dich materiell auch sehr stabil fühlen wirst. Ich sehe hier Reichtum bei dir oder Fülle, Wohlstand und dass du auf der materiellen Ebene sehr viel ja, Fülle besitzt, sehr viel Stabilität besitzt. Das kann sich materiell auswirken, finanziell, ne, rein faktisch oder in Form von Geborgenheit auch, ne? Stabile familiäre Strukturen, stabile freundschaftliche, soziale Strukturen um dich herum, die dir ein Fundament schenken, Geborgenheit und Stabilität. Gepaart ist diese Energie mit den sieben der Stäben und das sind etwas unterschiedliche Situationen. Ich habe den Eindruck, dass sich etwas im materiellen Bereich sehr stabil in deinem Leben entwickelt hat und du jetzt bereit bist, für diese Angelegenheit dich stark zu machen, zu kämpfen, dich dafür einzusetzen, für die Liebe in dir, deine Überzeugung in dir einzutreten, ne? Und vielleicht gibt dir. Also vielleicht geht es hier um diese Themen, die dir diese Stabilität schenken, ne? Oder durch die Stabilität, die sich in dein Leben eingestellt hat, spürst du deutlich den Wunsch oder die Möglichkeit, das Bedürfnis, dich eben für gewisse Ziele, die vielleicht nicht unbedingt direkt etwas damit zu tun haben, einzusetzen. Du bist auf jeden Fall bereit für eine etwaige Herausforderung, aber die scheint vielleicht noch nicht in dieser Woche zu kommen. Das werden die weiteren Karten
zeigen. Hier das Universum in der Vergangenheit, ein Zustand, in dem du sehr glücklich warst, ein Zustand, in dem du bei dir selbst angekommen bist, wo sich alles stimmig und im Einklang angefühlen hat. Vielleicht hat sich hier auch eine Versöhnung oder eine tiefe Verbindung zu jemandem eingestellt in diesem Zustand. Hier beim Universum ist auf jeden Fall auch eine Lebensphase, die auch holprig sein konnte, zu Ende gegangen. Oder eine Lebensphase, die irgendwie eine Form von Ergebnis generiert hat, ne? Also etwas ist hier zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Und in dieser Woche geht es womöglich auch viel darum, inwiefern der neue Anfang, der neue Kreislauf, die neue Phase, in der du dich jetzt befinden wirst, aussehen könnte. In deinen Gedanken ein Prinz der Kelche. Der Prinz der Kelche, lieber Skorpion, könnte sich jetzt auf dich selbst beziehen oder eine andere Person in deiner Umgebung. Eine Person im Element Wasser. Entweder weil die Person ein Wasserzeichen ist, ein Skorpion wie du, Fische oder Krebs, oder weil diese Person aus einem anderen Grund sehr stark Wasserseiten zeigt, ne? Der Prinz der Kelche kann auch eine junge Person in deinem Leben da sein, kann auch ein Sohn oder eine Tochter von dir sein, ein Kind in deiner Umgebung. Auf jeden Fall. Oder eben die jüngere Seite, die kindliche Seite eines Menschen, der eigentlich eigentlich älter ist, ne, ist auch möglich. Du wirst dir über diese Person auf jeden Fall viele Gedanken machen in dieser Person, in dieser Woche. Und diese Person ist in deinen Gedanken sehr präsent. Es könnte auch sein, dass dieser Prinz der Kelche eine Seite von dir widerspiegelt, über die du dir in dieser Woche viele Gedanken machen wirst. Wir schauen mal, lieber Skorpion. Hier gibt es einen Prinz der Kelche und eine Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe könnte natürlich jetzt eine andere Person sein oder eine Facette dieses Prinzen der Kelche. Gerade wenn du es nicht mit einem Kind zu tun hast, hier, ne, hat dieser Mensch wohl eine kindliche und eine etwas erwachsenere Seite. Oder es zeigt sich hier eine Paarsituation, ne? Oder eben zwei unterschiedliche Menschen. Hier ist auf jeden Fall Wasser, Feuer wieder gespiegelt. Und tatsächlich deutet diese Kombination aus den Elementen genau auf dein Sternzeichen hin. Also könnte schon sehr gut sein, dass du es hier mit zwei Seiten von dir selbst zu tun hast. Oder du hast es mit einem anderen Skorpion zu tun. Oder eine andere Möglichkeit wäre hier auch Löwe, ne? Bei Löwen besteht auch so eine Wasser-Feuer-Kombination. Interessant sind auch hier diese zwei Stäbe. Die zwei der Stäbe deuten auf zwei unterschiedliche Perspektiven hin, die aneinander sich reiben, ne? Also die aufeinander treffen. Das kann auch sehr dynamisch, produktiv und auch reizvoll sein. Also das kann eben zwischen diesen beiden Personen sich abspielen. Das könnte dann auch schon eine Situation sein mit einem gewissen Knistern in der Atmosphäre, ne? Eine flirtende Situation, eine Situation voller Anreiz. Es kann aber auch eine Situation sein, die hier stattfindet, bei der zwei unterschiedliche Perspektiven eine Rolle spielen, in der man sich vielleicht sogar auch streitet oder uneins ist, ne? Oder sogar vielleicht in Konkurrenz oder Wettbewerb miteinander steht, ne? Gerade wenn das hier eine Arbeitssituation ist, die Königin der Stäbe kann zum Beispiel gut eine Chefin sein oder eine Vorgesetzte, ein Vorgesetzter. Und eben dann gibt es hier vielleicht auch von Seiten des Prinz der Kelche einen Widerspruch, ne? Einen Einspruch, sagen wir mal so, ne? Eine Rebellion. Das kann hier aber auch eine Situation sein, die
zu etwas führen wird, die zu einer Weiterentwicklung führt, ja. Ja, du bist dir nicht so ganz sicher, lieber Skorpion, in welche Richtung das jetzt alles gehen soll, ne? Das kann schon sein, dass du hier dieser Prinz der Kelche bist oder eben diese beiden Personen und du so ein bisschen mit dir in dir kämpfst, ne? Und hier verschiedene Möglichkeiten dir überlegst und hier dir in dir selbst schon allein etwas im Unklaren bist, was du jetzt eigentlich wirklich willst oder worauf du dich konzentrieren möchtest, ne? Könnte sehr gut sein, dass du dich im Moment ein bisschen unentschlossen fühlst. Aber hier der Stern ist deutlich ein Hinweis, dass die richtige Inspiration schon kommt, ne, im Laufe der Woche. Und dass es auch wirklich anzuraten ist, nicht zu voreilig sich zu entscheiden. Gerade diese 7 der Scheiben sind ein Hinweis darauf, dass du doch irgendwie das Gefühl hast, viel verlieren zu können. Und dass dies auch eine Sorge in dir ist, die du vielleicht nicht ganz in dieser Woche zulassen möchtest, aber trotzdem in deinem Inneren bestehen bleibt, ne? Auch vielleicht die Sorge, jemanden zu verlieren, aber ich glaube, tendenziell geht es hier mehr um eine Chance, die du nicht erkennen könntest, ne? Also die Sorge darum, dass du irgendwie eine gute Gelegenheit verpasst. Ah ja, schau mal hier, ne? Die Liebenden ist eine sehr schöne Karte, die auf Versöhnung hindeutet, ne? Gerade wenn das hier zwei unterschiedliche Personen sind, scheint mir das doch eher sehr ein positiver Ausgang, Verlauf, einen positiven Verlauf zu nehmen. Vor allem schenkt dir die Liebenden die Kraft, eben dich sehr stark verbunden mit deiner Umgebung zu fühlen, sodass du eine Entscheidung treffen wirst, die aus deinem Herzen kommen wird und auch mehr Verbindung in dein Leben schaffen wird, mit der du selbst im Reinen bist, mit der du selbst zufrieden sein wirst und die dir auch bei deiner Selbstverwirklichung verhelfen wird. Und du denkst hier auch an andere, ne? Du denkst hier auch daran, Verbindung zu schaffen. Ja, hier mit den drei Kelchen sehe ich, dass in Bezug auf euer Privatleben oder angesichts dessen, was vor euch liegt, ihr sehr, sehr glücklich sein werdet. Ne? Ich sehe hier florierende Gefühle, auflebende Gefühle, sehr viel Vitalität, die durch das Zwischenmenschliche erzeugt wird, Liebesglück und auch ein Gefühl von Verliebtheit. Ja, das Soziale wird sich sehr schön und einfach gestalten. Ja, ich habe hier wirklich das Gefühl, diese Entscheidung oder dieser Richtungswandel bezieht sich vor allem auf etwas Materielles, ne? Entweder auf bezüglich eurer Finanzen oder eurer Arbeit oder etwas, was mit Wohnung zu tun hat oder etwas Gegenständliches, also Konkretes. Aber was das Soziale betrifft, sehe ich hier sehr positive Karten, dass ihr auch innerhalb eures Freundeskreises, eurer Familie überaus glücklich sein wird, dass hier sehr viel Harmonie und Einklang besteht. Viel von euch sind verliebt oder in einer sehr glücklichen Beziehung oder werdet euch auch in euren Partner oder eurer Partnerin wieder verlieben. Ja, und ihr bekommt auch sehr viel Unterstützung für das, was ihr tut, aus eurer sozialen Umgebung, ne? Jetzt wollt ihr noch beruflichen Erfolg, mehr finanziellen Erfolg. Das ist euch wichtig. Vielleicht auch eine Erhöhung des Status, des eigenen sozialen Status. Vielleicht auch mehr Lob und Anerkennung von außen. Oder auf jeden Fall, dass sich das in euer Einsatz, eure Bemühungen in der Wirklichkeit widerspiegeln, ne? Dass da etwas zurückkommt einfach, ne? Und ich denke, das habt ihr euch auch verdient und werdet ihr euch verdienen. Ihr überlegt halt jetzt, was der nächste Schritt hin zu diesem Erfolg wäre.
Ja, aber dann haben wir ja Ostern am Wochenende. Ihr werdet vielleicht euch hier bereits entscheiden, diese Herzensentscheidung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Karte sich sehr positiv im mehr in der Umgebung auswirken wird. Das Wochenende, die Osterfeiertage sehe ich bei euch sehr entspannt, sehr ruhig, sehr gelassen. Und es ist hier sehr zu empfehlen, die Dinge auf euch zuzukommen zu lassen und mit offener Bereitschaft an die Sache heranzugehen, euch inspirieren zu lassen und darin zu vertrauen, dass am Ende alles gut werden wird. Viel Grund zur Annahme, dass am Ende alles gut werden wird. Das Mondorakel sagt hier noch, dass deine Hingabe getestet wird. Die Hohepriesterin hat auch viel mit Hingabe zu tun, ne? Dass man seinen Gefühlen vertraut und den Gefühlen natürlich seines Gegenübers, dass man einfach sich auf den Kreis, also auf die Entwicklungen des Lebens um einen herum einlässt und mit einer emotionalen Offenheit an die Dinge herangeht. In dieser Energie, in diesem Verlauf könnte das dann wirklich sehr gut sein, dass sich sehr besondere Ereignisse einstellen werden, die euch auch Antworten schenken werden. Ja, lieber Skorpion, ich wünsche dir eine angenehme Woche, ne? Eine sehr erfüllende Woche mit sehr vielen positiven Ereignissen und Erlebnissen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.